Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal World Control RC. Schön, dass du mit dabei bist. Im letzten Video haben wir zusammen die Camouflage-Lackierung auf den HGP 800er aufgebracht und nun geht es daran, ein paar Feinheiten zu machen. Die Feinheiten möchte ich heute mit einer Vallejo Wash-Farbe erstellen. Zum einen einen Rostfarbton, zum anderen ja, ich sag mal ein dunkelgrau, womit man einen leichten Ölfilm symbolisieren kann. Damit kann man wirklich sehr, sehr schöne Effekte an so ein Fahrzeug heranbringen. Ja, des Weiteren benötige ich dazu noch ganz normale Modellbaufarbe, die dem Grundfarbton dieses Fahrzeugs ähnelt, allerdings ein klein wenig heller ist. Damit kann man ein paar Abnutzungserscheinungen an dem Fahrzeug anbringen. Ansonsten empfiehlt sich natürlich auch noch hier so ein kleines Einweg-Schnapspinnchen, nenne ich es mal. Da kann man die Vallejo Wash-Farbe einmal ganz gut reinpacken und kann dann mit einem weichen Haarpinsel immer wieder in dieses kleine Schnapspinnchen rein und kann das zum Auftragen der Farbe ganz gut nutzen. Kleiner Tipp am Rande, diese Vallejo Wash-Farben müssen immer sehr, sehr kräftig vorher geschüttelt werden, da sich die ganzen Farbpigmente sonst auch auf den Boden absetzen. Hier empfiehlt sich, ein bis zwei Alukugeln reinzupacken. Das habe ich hier schon mal gemacht, man hört es. Das Ganze ist so von Haus aus nicht, aber das empfiehlt sich wirklich, um die Farbe gut durchmischen zu können. Ansonsten brauchst du eigentlich nur noch einen Borstenpinsel, später für diese Abnutzungserscheinungen. Und wie das Ganze funktioniert, das schauen wir uns jetzt, wenn du magst, einmal gemeinsam aus der Nähe. Beginnen möchte ich mit dem Rost, weil ich denke, dass man mit Rost dieses Fahrzeug schon sehr schnell um einiges realistischer aussehen lassen kann. Ich habe mir hierzu schon ein bisschen Rostfarbe in dieses Schnapspinnchen hier gefüllt, habe einen weichen Haarpinsel und werde mir jetzt hier schon die passenden Bereiche so ein bisschen vornehmen. Ein paar Aufkleber hier, ein paar abgeklebte Bereiche, die kann man durchaus schon wegmachen. Sowas hier wie die Fenster natürlich noch nicht oder der Blinker, weil das Ganze später nochmal mit mattem Klarlack versiegelt wird. Von daher sowas ruhig noch rauflassen. Aber so ein paar kleinere Sachen wie Aufkleber, die ich zum Lackieren abgeklebt habe, die kann man jetzt ruhig schon wieder freilegen. Und auch jetzt versuche ich mich ein ganz klein wenig am Original zu orientieren. Aber im Endeffekt sage ich immer, erlaubt ist, was gefällt, weil es ist dein Fahrzeug, du musst wissen, was du machen möchtest. Und wenn du später einen hast, der dir sagt, das sieht jetzt in echt aber nicht ganz so aus und der rostet an der Stelle ja normalerweise nicht. Ganz ehrlich, shit happens, ist dein Auto, du hast da Bock zu. Wo starte ich? Also zum einen natürlich hier vorne. Hier ist so Metallbügel dran. Da machen wir hier jetzt mal ein bisschen Rostfarbe. Da kann man auch mit Absicht ein bisschen zu viel Farbe dran machen, dass wir hier so einen schönen Läufer nach unten kriegen. Genau, da kommt schon was, weil durch den ganzen Regen etc., das Fahrzeug, das steht ja immer draußen, dann darf der hier an den Stellen natürlich auch gammeln. So. Also ganz laufen will es jetzt noch nicht. Ich kann ja mal ein bisschen pusten, ein bisschen nachhelfen. Weil wenn, dann soll das Ganze ja hier auch schön nach unten laufen. Vom Regen her etc. So, und auch hier haben wir ja die Griffe angeschweißt. Auch hier soll es natürlich ein bisschen rosten. Auch nochmal. So. Überall schöne Roststellen hier unten. Unterm Einstieg. Denke ich auch nochmal so ein bisschen Rost. So. Hier natürlich, wo der Spiegel sitzt. Da sitzt tatsächlich ja auch eine Schraube. Kann man die auch ein bisschen rosten lassen. Ja, die Farbe läuft gar nicht so stark runter. Ich denke mal, das liegt hier tatsächlich daran, dass schon Klarlack
drauf ist eine Schicht, aber ja, umso besser, so kann man es eigentlich nochmal besser kontrollieren, wo es jetzt rosten soll und wo nicht. Natürlich hier nochmal die Schrauben. Genau. Man muss es jetzt natürlich nicht übertreiben, aber das ist jetzt zum Beispiel etwas, was mir persönlich schon ganz gut gefällt. Man sieht auf alle Fälle, hier rostet was. Ja, und so werde ich jetzt Stück für Stück mal so ein bisschen in so ein paar Bereichen gucken gehen, wo könnte dieses Fahrzeug eventuell rostanfällig sein, sodass ich dann da mal so ein bisschen den Pinsel ansetze. Wenn du möchtest, nehme ich dich dazu gerne mit und zeige dir hier mal so ein, zwei, ja, wie ich finde, relativ charismatische Bereiche für Rost. Du siehst, ich habe jetzt so ein paar Bereiche rostig gemacht, da wo ich sage, dass es für mich auf jeden Fall Sinn ergibt und auch recht gut aussieht. Nun geht es weiter mit Schwarz. Da gibt es für mich eigentlich auch nur ja, ein paar Hauptbereiche, wo ich das Ganze durchführen möchte. Und die befinden sich hier zum einen an der Auspuffklappe. Des Weiteren hier, wo der Tankdeckel ist, für mich ganz, ganz klar. Man hat nicht immer die Zeit, die Leute, die Soldaten achten nicht drauf und das Ding wird ständig betankt. Also hier muss ein bisschen was runterlaufen. Genauso hier hinten bei den Kanistern. Also widme ich mich jetzt der schwarzen Farbe. Auch diese wieder kräftig durchschütteln. Fülle mir hier wieder so ein kleines bisschen in meinen Bottich rein. Gar nicht mal viel, weil so viel werde ich hier gar nicht brauchen. So, schön mit dem Pinsel reingehen. Wenn da jetzt noch so ein kleines bisschen braun mit bei ist oder diese Rostfarbe, ist das gar nicht so schlimm. Gerade hier beim Tank finde ich das jetzt nicht so schlimm. So, hier der Aufkleber. So, das kann mal runter. Denn da kommt ja sowieso später nochmal eine schöne, ja, matte Lackierung insgesamt nochmal drauf. Beim gesamten Fahrzeug, denn sähe es ja komisch aus, wenn das der einzige Bereich ist, der glänzend ist. So, dann setzen wir doch hier mal so ein bisschen was drauf. So. Das will tatsächlich nicht so ganz laufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. So, da unten läuft es jetzt so ein bisschen. Aber dadurch, dass ich ja hier schon matten Lack drauf habe. Ah, gucke mal. Das ist cool. Gebe ich jetzt immer wieder so einen kleinen Impuls. Dass also da an der Stelle immer wieder mal kräftig was runterläuft. So, das sieht richtig gut aus. Ich denke, man kann jetzt hier ganz gut erkennen, dass ich hier so ein bisschen braun und schwarz gemischt habe. Ja, und hier sind so ein paar Läufer. Das gefällt mir soweit ganz gut. Ich habe jetzt hier oben auch nochmal die Schrift so ein bisschen rostig gemacht. Das werde ich jetzt hier unten auch nochmal so ein ganz, ganz klein wenig tun. Das kann man, indem man hier einfach ein bisschen drüber geht. Gehe ich jetzt hier einfach mal so ein bisschen rüber. Mache hier diesen Aufkleber auch noch mal so ein bisschen rostig. So, dann haben wir insgesamt eine ganz schöne
ja, Used Look Optik. Jetzt zeige ich dir die nächste Stelle, wo ich noch so ein bisschen mit diesem Schwarz gearbeitet habe. Und zwar haben wir das hier vorne. Ich denke, man sieht das auch hier ganz gut. Das soll so ein bisschen halt Ruß oder auch Öl sein, was da so ein bisschen runtergelaufen ist. Ich denke, das kann man soweit ganz gut erkennen. Mir persönlich gefällt es sehr gut. Dementsprechend komme ich dann jetzt zum Abschluss und das ist dann wieder eine etwas andere Technik und die zeige ich dir jetzt. Das Ganze ist eine sehr einfache Optik, aber wie ich finde auch eine sehr schöne Optik. Und zwar sucht man sich eine Farbe aus, die ähnlich ist zum Originalfarbton, wählt diese allerdings etwas heller aus. Das habe ich jetzt hier getan, habe mich jetzt hier für diese Farbe entschieden, werde die jetzt einmal öffnen. Dazu nehme ich immer einfach einen kleinen Schraubendreher. Und auch hier, ich habe die Farbe zwar schon geschüttelt, das reicht aber oftmals nicht. Ich nehme jetzt hier einen Zahnstocher. Man kann auch hier, wenn man mal einen Kaffee trinken geht, diese schönen kleinen Holzstäbchen zum Umrühren nehmen. Und man sieht jetzt hier schon, dass die Farbe also gar nicht richtig durchgemischt ist. Ich denke, man erkennt es ganz gut. Hier muss man wirklich einmal richtig kräftig umrühren, je nachdem wie lange die beim Händler schon gestanden hat, die Farbe. Dementsprechend hat sich das Ganze hier schon abgesetzt und damit kannst du natürlich auf gar keinen Fall arbeiten. Deswegen erstmal ganz lang umrühren und man sieht auch, die Farbe verändert sich ein bisschen. Wenn du die Farbe ordentlich vermengt hast, gehst du ja mit einem relativ harten Borstenpinsel einfach mal ein bisschen rein, streichst das Ganze gut ab. Und dann machst du den Pinsel ganz einfach trocken. Malst jetzt hier richtig schön, zum Beispiel auf der Zeitung rum. So, dass der Pinsel richtig trocken ist. Ja, der muss also richtig trocken sein. So, und wenn du denkst, dass der Pinsel richtig trocken ist, dann ist er genau richtig, denn du hast immer noch ganz leichte Farbpigmente im Pinsel drin. Und Stellen, die besonders stark beansprucht werden, die werden wir jetzt hier einmal mit bearbeiten. Hier haben wir das Fahrzeug, das Ganze wird hier kräftig benutzt. Und daher gehe ich hier einfach mal vorsichtig drauf. So, ich nehme doch noch mal etwas mehr Farbe, sonst ist das kaum zu sehen. Dann machen wir hier mal den Einstieg auf. Und bearbeiten diesen. Und wenn du jetzt hier mal schaust, dann hat der Einstieg hier so ein paar Gebrauchsspuren davongetragen. Man kann das auch ganz gut mit Silber nochmal machen. Dann ist man also wirklich schon auf dem nackten Lack. Aber so ein paar besondere Stellen, die schnell abnutzen, die werde ich jetzt hier einmal behandeln. Bekommt nun noch ein mattes Finish und ist dann komplett fertig. Wie der Wagen komplett fertig aussieht, das zeige ich dir gleich. Ich baue das jetzt erstmal wieder so ein bisschen auseinander, werde hier eine matte Klarlackschicht, ich schätze mal so 2 bis 3 Schichten, vorsichtig dünn übereinander auftragen, alle Zubehörteile aufbauen, die Aufkleber entfernen und dann siehst du das Teil in voller Pracht.